Ganze 26 Teile lang ist unsere Reihe von verbotene Games und Skandalspiele geworden. Und einige Spiele auf dieser Liste sind deutlich verdienter verboten worden als andere, das ist klar. Die Themen sind auch deutlich härter. Vergewaltigung, Folter, pure Gewalt oder Amokläufe. Auch wenn die Spiele älter sind, schaffen sie es noch zu schockieren. Schauen wir also zurück auf die 8 widerlichsten und abstoßendsten Spiele, die wir für die krassesten Beispiele der Reihe halten. Das hier sind die schlimmsten Spiele unserer Reihe verbotene Games und Skandalspiele. Los geht's! Wir beginnen diese Liste mit Rayplay, einfach weil es eines der verstörendsten Games ist, die du überhaupt finden kannst. Der Name ist schon Programm. Rayplay ist ein 3D-Erotikspiel der japanischen Firma Illusion und es kam 2006 heraus. Die Story ist ziemlich kurz, aber furchtbar. Der Spieler schlüpft in die Rolle der männlichen Hauptfigur Masaya Kimura, der im Grunde fürs Begrapschen einer Frau im Zug verhaftet wird. Er beschließt dann, dieses Mädchen, ihre Schwester und Mutter zu stalken und vergewaltigt alle drei. Es gibt zwei mögliche Enden. Beide führen zu Masayas Tod. Überraschenderweise wurde dieses Spiel nicht sofort verboten, sondern erst 3 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Es wurde aufgrund von Gewaltdarstellung entfernt, aber tatsächlich erst Jahre später, obwohl sich viele Organisationen und Einzelpersonen öffentlich gegen das Spiel ausgesprochen hatten. Standoff packen wir auf die Liste, weil es aufgrund des Themas einfach wahnsinnig viele Menschen aufgeregt und persönlich beleidigt hat. Und diese Menschen haben dafür gesorgt, dass mithilfe einer Online-Petition mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt wurden, um das Spiel löschen zu lassen. In Standoff schlüpft der Spieler nämlich entweder in die Rolle eines Schulmassakerschützen oder in die des SWAT-Teams, das versucht, das Massaker zu verhindern. Der Spieler kann aus verschiedenen Waffen wählen, von Messern über Pistolen bis hin zu Granaten. Es waren vor allem Eltern und Angehörige des Schulmassakers der Stoneman Douglas High School in Parkland, die auf die Barrikaden gingen, denn diese Schule wurde 2018 selbst Opfer eines solchen Massakers. Steam löschte den Shooter schließlich von der Plattform. Ohne das Skandalspiel Ethnic Cleansing könnte diese Liste der widerwärtigsten Games niemals komplett sein. Ethnic Cleansing kannst du mit ethnischer Säuberung übersetzen. Der Ego-Shooter wurde von der amerikanischen White Supremacy und Hassorganisation National Alliance entwickelt und 2002 veröffentlicht. Es geht darum, Minderheiten auszumerzen. Als Spieler tötet man Afroamerikaner in Ghettos und Teile der jüdischen Bevölkerung in der U-Bahn. Als Endgegner fungiert der Premierminister von Israel. Ethnic Cleansing gilt als das rassistischste Videospiel aller Zeiten und sicher auch als eines der schrecklichsten und verstörendsten. Der KZ-Manager ist das erste Spiel auf dieser Liste, das Nationalsozialismus und Rassismus verherrlicht und daher 1989 durch die Bundesprüfstelle der jugendgefährdenden Medien indiziert und bundesweit eingezogen wurde. Schon der Name lässt sich an allen guten Geistern der Entwickler zweifeln. Im Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Verwalters in einem Konzentrationslager. Videomaterial zum KZ-Manager ist nicht zu finden und auch einzelne Screenshots müssen wir zensieren. Die Urversion des Spiels wurde in den 80er Jahren für den Commodore 64 programmiert. Der KZ-Manager ist seit 2014 auf der B-Liste für jugendgefährdende Medien und unterliegt einem Verbreitungsverbot. Zock's Nightmare ist ein brutales Spiel, das als rassistisch und antisemitisch gilt. Es wurde von und für Neonazis gemacht und stammt von 2006. ZOG ist die Abkürzung für Zionist Occupied Government, womit eine Verschwörungstheorie gemeint ist, der zufolge die Welt von Juden regiert wird. In ZOG's Nightmare vernichtet der Spieler Schwarze, Schwule und eine Armee jüdischer Soldaten, die am gelben Stern am Revier erkennbar sind. Das Spiel ist vollgestopft mit Nazi-Symbolen und auch die Musik ist rechts. Anstatt You Gotta Fight for Your Right to Party von den Beastie Boys singen sie im Spiel You Gotta Fight for a White Country. Die Website des Spiels startet mit dem Statement, dass es sich um eine Whites-Only-Webseite handeln würde. Der Ton dieser Seite ist so rau, dass wir den genauen Wortlaut hier nicht wiedergeben werden. Eigentlich könnten wir das komplette Gameplay mit einem fetten Balken zensieren, denn hier kommt kaum ein Frame ohne Blut, Nazi-Symbole oder rassistische Bilder aus. ZOG's Nightmare wurde verboten und beschlagnahmt. Es steht von der Brutalität und von der Ideologie her wahrscheinlich auf einer Stufe mit Ethnic Cleansing. Obwohl 177 von 1986 ist, hat es nichts an Widerwärtigkeit verloren.
177 ist der Titel des Spiels, aber es ist gleichzeitig auch die Nummer des japanischen und deutschen Strafrechtsparagraphen, der Vergewaltigung behandelt. Der Spieler übernimmt hier die Kontrolle über einen Mann, der ein fliehendes Mädchen verfolgen und vergewaltigen muss. Es gibt zwei Spielmodi. Im ersten muss der Spieler das Mädchen daran hindern, ihr Haus zu erreichen und dabei Hindernissen wie Steinen, Barrieren und Tieren ausweichen. Um das Mädchen dazu zu bringen, den falschen Weg zu wählen und ihr Haus nicht zu finden, wirft der Protagonist mit Steinen nach ihr. Es wird einfach immer schlimmer. Nachdem der Spieler das Mädchen gefangen hat, wechselt das Spiel in eine Sexsimulation. Ziel ist es, das Mädchen sexuell zu befriedigen. Gelingt es dem Spieler nicht, wird der Protagonist verhaftet. Gelingt es ihm, heiratet das Mädchen den Protagonisten. Auch in Japan hat dieses Spiel übrigens einen überaus schlechten Ruf. Die Spiele auf dieser Liste sind nicht umsonst indiziert oder sogar verboten. Als nächstes packen wir VTech Rampage, also VTech Amoklauf, auf die Liste. Dieses PC-Spiel hatte ein 21-jähriger Australier kurz nach dem echten Amoklauf an der VTech University in Virginia entwickelt. 2007 waren bei diesem Massenmord, bei dem sich ein einzelner Schütze Zugang zum Campus verschafft hatte, 32 Studenten erschossen worden. Und in diesem geschmacklosen und ziemlich verpixelten Shooter ist genau das die Aufgabe des Spielers, so viele Studenten wie möglich zu töten. Als das Spiel noch im selben Jahr erschien, hatte der junge Entwickler sofort mit heftigen Gegenreaktionen zu kämpfen. Das Spieleportal forderte den Mann auf, das Spiel von der Seite zu nehmen. Stattdessen veröffentlichte der daraufhin diesen Text: Ich nehme das Spiel von der Seite, wenn mir $1000 gespendet werden. Und ich entschuldige mich für das Spiel, wenn die Spenden $3000 erreichen. Später erklärte er, dass diese Forderung nur ein Scherz gewesen sei. Trotz allem bleibt ein schaler Nachgeschmack. Der letzte Eintrag auf dieser Liste ist Manhunt 2, das wegen Gewaltverherrlichung beschlagnahmt wurde und in Deutschland weder verbreitet noch verkauft werden darf. Das Hauptproblem, das die Behörden bei Manhunt 2 sahen, war, dass alle Gegner ausnahmslos Menschen darstellen. Im Beschlagnahmebeschluss des Spiels ist Folgendes zu lesen: Das Spiel enthält eine Vielzahl von Tötungsszenen, die grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen darstellen. Manhunt 2 war so extrem, dass sich Publisher Take-Two und Rockstar zur Selbstzensur gezwungen sahen, um das Spiel überhaupt in die Regale zu bringen. Denn in der ersten Version von Manhunt 2 hatte das Adults-Only-Rating dazu geführt, dass große Handelsketten sich schlichtweg weigerten, das Spiel überhaupt in ihr Sortiment aufzunehmen. In der geschnittenen Version von Manhunt 2 gab es dann deutlich weniger Mordanimationen und viele grausame Szenen wurden großteils überblendet. Wir machen, wie angekündigt, eine Pause der Reihe. Doch im Dezember kommt nochmal jeden Mittwoch eine Folge. Wir hatten den Eindruck, die relevantesten Games der Reihe bereits gebracht zu haben und wollten uns nicht zu sehr wiederholen. Aber natürlich lassen sich immer noch einige gute Beispiele für die Liste finden. Eure Kommentare haben uns die Entscheidung dann letzten Endes leicht gemacht. Also freut euch auf den Dezember, in dem es dann 4 Wochen lang nochmal verbotene Games-Folgen geben wird. Bisschen wie ein Adventskalender, oder? Wie immer gilt, vielen, vielen Dank fürs Kommentieren und Liken und wir werden diese Reihe im Dezember fortführen. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.